So, und weiter geht's. Immer diese Telefone. Man sollte sie. Es sollte was geben, womit man Telefone lautlos stellen kann. Oh, da kommen wir hier schon direkt dann an. Machen wir mal so. Und mal so. Als wenn es hätten gehören würde. Ja, dann verkleiden wir auch die Decke hier auch mit Holz und dann fällt es so überhaupt nicht auf. Hatte ich sowieso vor. Lüg, lüg. Wie weit können wir eigentlich gehen? Das wäre mal interessant. Da können wir unser Haus ja wirklich noch in die Richtung ausbauen. Mensch. Wie weit haben wir mal gemacht? Waren immer 5, ne? Ja. Aha. Ups. So. Mensch, das ist doch mal klasse. Wir tatsächlich unseren Gang noch erweitern und genial. Schauen wir mal, wie weit ging es mit dem Tor hier. Es geht also so weit. Okay. Gut, da können wir natürlich jetzt so nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach nochmal hier ein Stück in die Breite und dann. Also bis nach hier quasi und dann teilt sich der Gang auf in die Richtung und zum Lager hin. Sind die ganzen Fackeln geblieben? Ach, da. Blind sollte man sein. Mensch, da können wir sogar mehrere Ausgänge machen. Oh Mann, ist das spannend. So. Der Gang ist immer wie breit gewesen? 3, ne? 3, ja. Kurz gucken. Hatten wir sowas schon mal? Nö. Ach, egal, mach ich einfach 3. So. Links und rechts. So. Sieht auch gut aus. Wir haben wirklich gar nichts mehr. So, erstmal wieder bequem hinsetzen. Dann. Wir haben nicht mal mehr Fackeln. Doch, haben wir. Was erzähle ich denn die ganze Zeit? Tier, 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 Tier. Spannendes Abbauen von Stein und Erde. Nur bei Minecraft. Ich überlege gerade sehr stark, obwohl ich alles im Classic lassen wollte, ob ich nicht doch irgendwie mein anderes Texturenpack installiere. Da kämpfe ich gerade mit mir selber. Das wäre mal echt eine Abwechslung.
Würde sicherlich echt gut aussehen. Graben, 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 graben. Ich weiß nicht mal, wo wir rauskommen werden. Also. Mit ein bisschen Glück, vielleicht auf der anderen Seite, wo wir das Zuckerrohr uns geholt hatten. Auf der Seite, da wir mit dem Boot losgefahren sind. Da können wir uns vielleicht so einen kleinen Anlegesteg bauen und dann. Das wäre natürlich vielleicht eine coole Sache. Und jetzt haben wir auch einen großen Mangel an Fackeln, weil nämlich keine mehr haben. Ich höre Kühe. Ihr wahrscheinlich auch. Das kann ja nur Gutes bedeuten. Hat gerade eine Spinne eine Kuh angegriffen? Wir müssen die Kuh retten. Wir brauchen Holz. Rein zufällig. Mal wieder. So. Ich würde jetzt einfach mal ganz dreist hier so ein paar Torchlights Redstone-Dinger hinstellen. Die sind jetzt nicht super hell, aber immer noch besser als nichts. Gruselig. Und bevor wir groß weiterwerkeln, würde ich sagen, mache ich eine kleine Aufnahmepause, sammle meine Kräfte und wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich wieder, weil ich wieder so genial renne wie beim letzten Mal, wo es dann sofort weiterging. Okay, also viel Spaß euch noch beim Bauen und wir hören uns, ne? Tschüss! Und damit herzlich willkommen zurück zu Mu und Minecraft. Ja, es ist ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Oh, ich kann hier die Truhe nicht öffnen. Und es ist mitten in der Nacht. Ich glaube, wir wollten uns gerade. Oh, die Chunks müssen gerade mal laden. Wir wollten uns bestimmt gerade ins Bett stürzen. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht, ich habe mir jetzt auch die letzte Folge nicht nochmal angeguckt. ja. Wir sind unten in der Bibliothek. Einfach kriege ich jetzt mal einen Krampf in der Zunge. Und haben unsere Geheimtür da hingebaut. Und überall sind irgendwelche Viecher. Nee, Hund ist drin. Nee, Hund ist drin. Brauche ich, genau. Feuerzeug bin ich bestimmt auch irgendwie bei. Im schlimmsten Fall crafte ich mir eins. So, und zwar habe ich jetzt nach. Nein! Ich habe jetzt überlegt. Was ist denn mit dir los, Mensch? Aggressives Tier. Ich bin gerade am Reden. Ja, also ich überlege, dass ich da oben wirklich Feuer hinmache. Also erstmal so einen kleinen Steinring aus Cobblestone. Und dann. Ich sehe dich. Und dann einfach. Ja, so ein paar Feuerdinger. Oh, ein Hundi. Hundi, Hundi, Hundi. Ist das überhaupt mein Hundi? Das ist mein Hundi. Was läuft denn hier so rum? Und ich dachte, ich krieg einen neuen Hund. Mensch. Schade. Wegen den Spinnen wollte ich da oben jetzt was hinbauen. Weil die sonst uns weiterhin dezent auf den Nerv gehen. Und in der Mitte mache ich vielleicht Lava hin. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Licht. Und dann braucht man eigentlich schon fast das Feuer nicht mehr. Aber ich mache es trotzdem aus Sicherheitsgründen. So, zack. Und da eins hin. Und
kann ja auch eins tiefer setzen, oder? Und dann brennt es dann. Probieren es mal aus. Ich hoffe dann, dass uns nicht die Bude abfackelt. Und wenn doch, bitte nicht. Oh, das ist uns. Ich verdrücke mich jetzt hier immer. Ja. Gleich ist es soweit. Oh, wie ich diese Spinnen hasse, ganz ehrlich. Guckt sie euch an. Da, da, gleich sieht man sie. Der böse Blick. Da, oh, ich hasse sie. Ja. Wir machen dafür hier oben halt dieses Feuerchen hin mit ein bisschen Lava. Und dann sollten die nicht mehr reinkommen. Und wir können immer noch ein Stück weit sehen, wenn ich das. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, wir brauchen jetzt bloß Eimer. Oder ein Eimer. Ich hasse die Spinne. Ja, geh weg. Und wir brauchen wahrscheinlich auch wieder Baumaterialien. Ach nö. Ja, verbrenne. Genau so wollte ich das. Verbrenne. Nein. Also langsam. In die Luft springen. Immer direkt. Muss sein. Das ist nicht gut für die Haushaltskasse hier, dieses Luftjagen. Ich hätte natürlich jetzt auch noch so machen können und dann wäre ich weg gewesen, aber das war jetzt einfach Panik. Müsste eigentlich allen Minecraft-Spielern ein Begriff sein. Angst, pure Angst. Wir brauchen jetzt wieder Holz. Und schöne Sache. Das funktioniert auch noch alles. Da haben wir Sand. Nein.